Es gibt in Palermo hunderte Kirchen und manchmal ist nicht so viel Geld da, um die in Schuss zu halten. Hier, die hat ein ganz besonderes Problem. Die hat nämlich kein Dach mehr. Das ist die Chiesa Santa Maria dello Sbasimo. Und so eine Bauruine kann man natürlich einfach stehen lassen, aber die Leute haben sich hier was anderes überlegt. Hier drin ist nämlich mittlerweile eine Jazzschule und das hier ist ein Veranstaltungsort, wo ein paar Mal im Monat Konzerte stattfinden. Und wenn man hier durch die einsame Kirche läuft, hört man ab und zu ganz in der Ferne Leute proben. Ich finde das großartig.